Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077. Wir stehen vorm Afterlife und treffen uns wieder mit Rook. Denn sie hat neue Informationen für uns. Hallo. Crispin Wayland. Er hilft uns. Ah ja, hallo. Abgehört, ihr jagt Smasher. Bereit? Wir reden unterwegs. Hey, lass das, sonst antwortet er noch. Willst du mitmachen? Kommst du mit? Nein, mein Part ist erledigt. Willst du den Smasher nicht auch tot sehen? Ja doch, aber nicht aus dem Meer. Der Bastard hat die Angewohnheit, von dem Totten zurückzukommen. Das ist kritisch. Echte Bastarde finden immer einen. Geht's jetzt los? Das war ein Diss gegen dich, Johnny. Auf geht's! Gehen wir. Viel Glück. Naja, kann ich glaube ich brauchen. Hey. Hey. Ich muss weiter. Kommst du später wieder? Vielleicht. Weiß nicht. Warte. Wie genau hat dir Wayland geholfen? Er hat dafür gesorgt, dass wir Grayson zu Hause antreffen. Wir wissen also, wo er ist. Sehr schön. Oder nicht schön? Ich hoffe, wer anders fährt. Motorradfahren geht besser als Auto. Ich hab da was für dich. Sieh sie an. Oh ja, ich habe eine andere Kundenjacke gefunden. Cool. Danke. Die gehörte Johnny. Gehörte die Johnny? Nicht, dass du uns verwechselst, wenn ich sie trage. Ganz sicher nicht. Nie im Leben. Eine Replik. Maßgeschneidert. Die echte ist sicher vor Jahren zu Staub zerfallen. Danke. Danke. Steig ein. Na, warte. Oh, die kann ich nicht tragen. Dann ist Level 27. Ach, deshalb sollen die so liebreizend, die Männer. Ist da was anderes? Nö. Nee. Nee. Da? Nö. Wo ist meine Katana? Deshalb, das hat mir irgendwas hat mir im Schirm gefehlt gehabt. Erstmal kurz gucken. Warum habe ich die ausgerüstet und nicht die? Angriffstempo, Crit-Schaden um 10%. Das hört sich doch sehr gut an. Habe ich nicht noch einen anderen Hut bekommen? Einen vernünftigen? Nein. Es bleiben die Plüschöhrchen. Endlich siehst du noch was aus. Ach, halt die Klappe. Ich
mag dich jetzt nicht mehr. Du hast ausgeschissen. Na, ah, coole Karre, muss ich sagen. Die leuchtet uns. Was hat Johnny über mich erzählt? Ihr beide redet doch dauernd. Johnny redet am liebsten über sich. Johnny redet meist über sich selbst. Natürlich. Sicher, dass du es machen willst? Komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Schon komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Hier und da ist sein Name gefallen. Und du hast nie versucht, ihn zu finden? Hör zu, wie. Dass Johnny zurück ist, ändert gewisse Dinge. Okay, klar. Glaub mir, ich weiß das. Bist du sicher, dass du es machen willst? Willst du das echt machen? Wieso? Kriegst du kalte Füße? Nein, ich will nur nicht, dass Johnny dich einlullt. Er ist besessen von Adam Smasher, nicht du. Findest du? Ja, ich denke schon. Fairplay. Dann kommen wir wohl später drauf zurück. Okay, überspringen wir die Fahrt. Zum Glück, wenn ihr mein Auto fahrt, könnt ihr gehen müsst. So, weiter kommen wir nicht. Okay. Könnte unser Glückstag sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ah ja. Der Wichser muss hier irgendwo sein. Wie lautet der Plan? Also, wie lautet der Plan? Wayland hat Grayson irgendwo bei den Docks gesehen. Mit jemandem. Smasher. Das hoffe ich. Zuerst müssen wir zum Maelstrom Datenterminal. Da gibt's bestimmt Infos über Smasher. Da drüben, Hauptlagerhaus. Woher kennst du den Standort des Datenterminals? Woher weißt du, wo ihr Datenterminal ist? Hab den Kauf selbst arrangiert. Athena D3, externe Datenbank. Wusstest du nicht, dass... Ich wusste nicht, dass du mit Maelstrom arbeitest. Wusste nicht, dass du für Maelstrom arbeitest. Ich mache alles, wenn die Bedingungen stimmen. Hab die letzten 50 Jahre viel verpasst. Okay, kann losgehen. Okay, kann losgehen. Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist. Was machen wir bis dahin? Vielleicht zeigen sich ja einer Vielleicht von den beiden. Lassen Smasher oder Grayson sich sehen. Vielleicht, würde aber nicht drauf wetten. Bei Tageslicht kommen die nicht raus. Okay, dunkler wird's nicht. Ich glaube auch. Maelstrom sichern die Docks, du sicherst mich. Na los, gehen. Sie ist nervös. Ich hab ne Idee. Gib ihr Deckung, sicherheitshalber. Ja, ich wollte mich ducken. Boah, ducken und überspringen die gleiche Taste ist so selten dämlich. Klar, der sieht mich jetzt. Ich komme da nicht hoch. Ja. Kann ich was dafür? Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Leise. Ach, jetzt gehst du nicht mehr vor, ne?
Ach, so geht's doch vor. Okay, cool. Mach doch mal kurz, ich muss mal husten. So ist besser. Du was oder machst du jetzt nichts? Ja, okay. Ich bring's gerade gar nicht. Wer zum Teufel war das? So, muss man ja alles selber machen. Das krieg ich auch noch auf. Das ist es. Scanne es. Vielleicht finden wir was. Ich bewache die Tür. Ah, okay. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Was muss ich scannen? Okay. Sie verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Okay, mal sehen, was wir finden. Bist du einsam? Rechts. Was? Hast du komplett den Verstand verloren? Das geht nicht gut für dich aus. Ja, wirst schon sehen. Oder was? Hm.
Hat Schiss, aber läuft einfach dem Gegner vorbei. Die Ibunike. Sieht hinüber aus. Das Innenleben ist noch schlimmer. Oh, wunderbar. Die sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Den hab ich gar nicht gesehen. Schwer zu glauben. Durchsuchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny rächen? Das auch. Ja, glaube ich nicht so. Oh, ich hab Schiss. Das wird bestimmt echt unglaublich beschissen. Sonst lang. Hier. Fuck, hörst du das? Lass dich nicht entreißen. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorien 3516. Eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Ach, halt die Klappe. Ich mache gerade die ganze Arbeit alleine. Mach doch. Keine Sorge. Ich würde aber, glaube ich, gerne vorspeichern. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen hier einen kurzen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir Smasher besiegt bekommen, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und wir hören uns zusammen in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye!